Am 5. September 1917 werden auf dem Schießplatz Wahn bei Köln der Matrose Max Reichpietsch und der Heizer Albin Köbis erschossen. Nach dem Urteil eines Marinekriegsgerichts haben sie Kriegsverrat begangen. Nach § 58 des damaligen Militärstrafgesetzbuches wird wegen Kriegsverrats mit dem Tode bestraft, wer mit dem Vorsatz, einer feindlichen Macht Vorschub zu leisten oder den deutschen Truppen Nachteil zuzufügen, einen Aufstand unter Angehörigen der deutschen Kriegsmacht erregt. In minder schweren Fällen tritt Zuchthaus nicht unter 10 Jahren oder lebenslängliches Zuchthaus ein. 10 Todesurteile werden verhängt, 2 werden vollstreckt. Die Öffentlichkeit wird über die Vorgänge in der kaiserlichen Marine erst nach dem verlorenen Krieg unterrichtet. Die Frage, was wirklich 1917 in der Marine geschah, ist bis heute nicht verstummt. Legt an! Gebt Feuer! August 1914. Schimmernde Wehr und stolze Flotte sind aufgerufen, das Vaterland zu verteidigen. Wie an den Fronten des Heeres entsteht auch bei der Flotte eine neue Gemeinschaft, in der der Tüchtige, der Tapfere geachtet wird. Ebenso wie auf den U-Booten, Auslands- und Hilfskreuzern der kaiserlichen Marine, auf den Vorpostenschiffen und Torpedobooten, die vom ersten Tage an im Kampfe stehen. Aber nur der kleinere Teil der stolzen Flotte besteht aus diesen Verbänden. Das Gros der Flotte aber bilden die Linienschiffe, die Panzerkreuzer. Im Tagesbefehl des Flottenchefs, Admiral von Ingenohl, heißt es: Unsere Pflicht ist es, diese unsere Hauptwaffe schneidig und scharf zu erhalten. Bei dem kriegerischen Geist, der in den Besatzungen steckt und der auf baldige Bestätigung brennt, ist das eine harte Geduldsprobe. Darum gilt es, die Geduld nicht zu verlieren. Achtung! Der Staatssekretär des Reichsmarineamtes, Großadmiral von Tirpitz, vermerkt: Ohne Initiative sinkt die moralische Kraft unserer Flotte. Und der Chef des Admiralstabes schreibt: Schwer wird es sein, den Kampfesmut und die Ungeduld ihrer Besatzungen zu zügeln. Wenig später äußert Tirpitz: Verharrt die Flotte auch weiterhin in ihren bisherigen zurückhaltenden Stellungen, so wird ihre moralische Stärke mit nicht absehbaren Folgen herabsinken. Schneider-Meck spielen wir wie im Frieden. Scheiße. Manchmal wissen, wie lange wir hier noch auf dem Boden hocken sollen. Wie die Chinesen. Wenn sie uns schon die hölzernen Backen und Banken wegnehmen, dann sollen sie auch für Ersatz sorgen. Ist doch denen egal, wie wir zurechtkommen. Jetzt wird's ernst. Start zum Auslaufen, alle Mann auf. Los, Beeilung, dass wir nicht zu spät kommen! War doch scheiße. Die Köln und die Mainz. Die kleinen Kreuzer haben sie absaufen lassen. Ja, wie die kleinen zurückkamen, da haben die dicken Schiffe ja alle Dampf aufgemacht. Aber die Engländer waren vor Helgoland. Wozu sind wir denn da? Wozu wir da sind, Sachse? Um den Arsch im Hafen zu legen. Wir wollen unsere dicken Schiffe eben schonen. Wofür denn? Für die nächste Kaiserparade? Nee, Reichpietsch. Aber so ein dickes Schiff, das kostet eben zig Millionen und ein paar Soldaten kosten nicht. Wenn ein Regiment weg ist, das macht nichts. Soldaten gibt's ja. Aber die dicken Pötte, die sind selten. Wenn das so weitergeht, dann saufen wir den ganzen Krieg über nur Bier und nicht ab. Wie heißt das schöne Lied? Lieb Vaterland, mag's ruhig sein. Die Flotte schläft im Hafen ein. Bis jetzt, Feierabend. Bringt aus. Und dann singen sie dabei. Ingenohl, Ingenohl, kauf dir lieber ein Pistol. Herr Schulz, bitte lassen Sie diese Scherze hier. Herr Kapitän, ich wollte nur andeuten, dass sich die Kinder auf der Straße über uns schon lustig machen. Admiral Ingenohl handelt auf Befehl unseres allerhöchsten Kriegsherrn. Und wenn seine Majestät befiehlt, dass die Schlachtschiffe nicht jetzt, nicht zur Stunde eingesetzt werden sollen,
So haben wir zu gehorchen. Man wird sich doch seine Gedanken darüber machen dürfen. Wie bitte? Auch über die Folgen, Herr Kapitän. Schulz, Sie haben heute Ihren aufrichtigen Tag, wie? Na, glauben Sie, uns schmeckt das hier herumzusitzen? Aber der Blücher soll ja rausgeschickt werden. Die lahmste aller lahmen Enden. Herr Schulz, soll ich Ihnen befehlen, jede Kritik zu unterlassen? Außerdem erzählen Sie uns nichts Neues. Nur leider weiß das die Besatzung auch. Quatsch! Die Kasse haben zu gehorchen. Nicht mit den Schiffen wird dieser Krieg geführt, Herr Kapitän, sondern mit Menschen. Ja, ja, das sind Ihre neumodischen Ansichten. Herr Kapitän, bei uns sind im Betrieb meines Vaters zum Beispiel... So weit kommt es noch, dass wir von den Zivilisten was lernen, was? Es ist natürlich verständlich, wenn unsere jungen Herren ungeduldig werden. Dieser Entwicklung ist unbedingt Einhalt zu gebieten. Die Schlachtschiffe sind und bleiben der Kern, das Herz unserer Flotte. Und kampfbereit bleiben wir nur, wenn alle Positionen von den Besten besetzt sind. Meine Herren? Es ist da noch etwas, Herr Kapitän. Ja? Die Mannschaften werden natürlich auch unruhig. Man muss die Leute beschäftigen. Machen Sie Ausflüge. Zeigen Sie den Leuten die Landschaft. Irgendwas wird Ihnen schon einfallen. Die Mannschaften und die Ingenieure? Man muss doch mit der Zeit gehen, oder versteht ihr das nicht? Da willst du vielleicht als Ingenieuroffizier auch noch mit ins Casino kommen. Warum nicht? Techniker mit akademischer Ausbildung. Schließlich sind wir Seeoffiziere und haben Privilegien. Natürlich, ja. Aber ohne die Techniker sind unsere stolzen Kriegsschiffe nicht einmal Dampfer. Und genau so ist es mit den Deckoffizieren, denen wir dreimal im Jahr auf Befehl des Flottenchefs klarmachen müssen, dass sie zu den Unteroffizieren gehören. Und was machen wir im Ernstfall ohne Feuerwerke oder Torpeder? Dann blasen wir auf dem Kamm, oder wie? Mensch, Jordan, das ist doch alles von gestern. Nicht so laut, Menschenskind. Er hat da nicht Unrecht. Mir hat mein alter Dienstlich verboten, dass ich privaten Umgang mit unserem Torpedooffizier pflege. Nur weil er Ingenieur ist. Aber trotzdem Leutnant. Da hast du es. Nun stell dir die Matrosen und Heizer vor. Ihr habt ja nie etwas mit Arbeitern zu tun gehabt, aber ich. Das sind doch die letzten Coolies hier. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass die sich das auf die Dauer gefallen lassen. Wenn hier an Bord 6-mal verschiedenes Essen für jede Kategorie von Dienstgrad eine Extrawurst ausgegeben wird. Anna, wir zahlen ja auch andere Verpflegungsgelder. Ich denke, wir führen diesen Krieg um höhere Ideale. Wir kennen doch keine Parteien, sagt SM. Oder hört das etwa bei der Verpflegung auf? Ich finde, Disziplin tut nötiger denn je. Die Mannschaften werden sowieso schon frech. Wieso? Mein Aufklarer, der Reichpeach, hat sich meine Ausgehschuhe und meine Armbanduhr genommen. Und ist strunzen gegangen. Hat sich ganz einfach Landurlaub genommen. Und noch ein Taschentuch eingesteckt. Na und? Ist eh mal durchgedreht. Dem habe ich Beine gemacht. Gleich durch die Wache festgenommen. Da gibt's nichts bei mir. Naja, und dann noch das Verfahren. Den Kameradendiebstahl. Sag mal, bist du verrückt? Das kostet dem Jungen die Konvit. Das war doch kein Diebstahl. Er hat einem Offizier Geld aus dem Mantel gestohlen. Und hat man es bei ihm gefunden? Jedenfalls hat er viel zu viel Geld. Und wollte nicht sagen, wo er es hatte. Eine ziemlich dürftige Begründung. Der Mann ist 13 Mal vorbestraft. Mit dem Bestrafen ging es bei uns immer sehr schnell. Wird halb so schlimm gewesen sein. Habt ihr gehört? Der Blücher soll in der nächsten Woche wieder auslaufen. Wollen den Eulenpott wirklich gegen England einsetzen? Das ist doch eine Fehlkonstruktion, das weiß doch jeder. Na und? Für so eine Probefahrt riskiert man eben das schlechteste Material. Ja. Und fast 1000 Mann. Stimmt denn das, Köbis? Natürlich wird das hier ein Massengrab. Für die von der Seydlitz? Die vom Blücher brauchen keins mehr. Ob die alle abgesoffen sind? Mensch, frag nicht so viel. Werden wir alles noch erfahren. Aber wie konnten sie den Port auch noch mal nach England schicken? Das musste ja schief gehen. Ja, und wir haben es gewusst. Und der Admiral hat es gewusst. Und trotzdem. Und wir haben hier auf Rede gelegen und Messing geputzt. Nee, weißt du, Köbis, man darf gar nicht drüber nachdenken. Nach dem Untergang der Blücher im Januar 1915 bleibt der Routinedienst auf den Schiffen der Hochseeflotte, wie er war. Stillgestanden! Hinsetzen! Auf! Hinlegen! So vergeht das Jahr 1915. Im Mai 1916 endlich scheint die Stunde der Hochseeflotte gekommen. Thank you.
In der Seeschlacht vor dem Skagerrak am 31. Mai 1916 bewährt sich die Hochseeflotte. Jedoch ergeben sich daraus ganz andere Konsequenzen, wie der Flottenchef Admiral Scheer in seinem Schlussbericht über die Seeschlacht feststellt. Majestät, melde ich aller Untertänigst, dass die Hochseeflotte Mitte August zu neuen Schlägen bereit sein wird. Trotzdem kann kein Zweifel bestehen, dass selbst der glückliche Ausgang einer Hochseeschlacht England in diesem Krieg nicht zum Frieden zwingen wird. Nun geht die ganze Scheiße wieder los. Immer derselbe Trott, so ein Stumpfsinn. Was hat der Alte gesagt? In der Schlacht Kameradschaft, nach der Schlacht Disziplin. Genauer ausgedrückt, wenn die uns brauchen, sind wir Kameraden. Danach werden wir wieder zu Arschlöchern degradiert. Jetzt sind wir nun beide 4 Jahre dabei. Nee, Beckers, nee. Noch 1 Jahr mehr oder 2 und ich glaube, ich dreh durch. Mensch, Köbis, red keinen Quatsch. Ist ja doch bald Frieden. Wenn man nur was tun könnte. So ein bisschen nachhelfen. Bei was denn? Na, bei dem Frieden. Mensch, Jordan! Meine Versetzung ist raus. Ich hau ab zu den U-Booten. Du bist ja verrückt. Jetzt. Gerade jetzt, wo es mal losgeht. Dann lies mal die Zeitungen. Unsere stolze Flotte siegte vor dem Skagerrak. Quatsch, was heißt hier Sieg? Wir können uns bei den Engländern bedanken, dass sie uns nicht mehr gefunden haben. Na, vermutlich haben sie uns auch nicht gerade gesucht. Eben. Die dicken Pötte werden aufgespart, auf beiden Seiten. Ich bin froh, dass ich wegkomme. Aber am Ende, da entscheiden wir den Krieg. Komm, Jordan, hör doch auf, du redest ja schon wie der Alte. Und was ist bis dahin? Soll ich weiter aufpassen, ob Heizer Müller dreckige Fingernägel hat, ob die Beschläge geputzt sind, ob Meier 30 einen Tripper geholt hat und bei wem? Den sturen Friedensdienst noch mal ein paar Jahre. Nee, Jordan, ich will was erleben. Das gerade gut ist für deine Karriere? Bestimmt nicht, aber für meinen seelischen Stuhlgang ist es gut. Übermorgen ist Sense und dann weg von dem Pott und rein in den Krieg. Mensch, das ist ein Fraß wieder heute. Jetzt kannst du wenigstens dabei sitzen. Früher mussten wir auf dem Boden hocken. Man soll immer nur satt von werden. Sei froh, dass du noch fressen kannst. Die von der Derflinge haben sie heute rausgeholt aus den gefluteten Kammern. Stehen der Socken auf ihrem eigenen Kahn. Auch kein Vergnügen. Was haben denn die Türme, wo die Treffer bekommen haben, für braune Streifen? Das erzählen wir dir lieber nicht beim Essen. Wieso nicht? Übergekocht sind die. Wie denn das? Volltreffer. Explodiert. Und wer drin war, wurde flüssig. Leichenfett ist das, mein Junge. Ganz einfach Leichenfett. Siehst du? So kommt man wenigstens noch zum Nachschlag. Na, Willi. Was gibt's denn Neues? Da ist doch bloß eine Parteifahne der Vorwärts. Dafür liest du die Norddeutsche Allgemeine. Der Krieg ja kostenlos vom Kommando. So, da stand neulich drin, wir müssten das Erzbecken von Longwy, wir müssten Belgien besetzt halten und Antwerpen. Ja, alles von wegen dem Lebensraum. Also, wenn ich mal meine Laube in Grünau habe, dann habe ich Lebensraum genug. Na, deshalb hat's doch krank gerieben im Reichstag. Der Hase, der aus Königsberg von der SPD, der hat gesagt, es wird nur Besiegte geben in diesem Krieg. Aus Millionen Wunden blutende Völker. Und deshalb haben sie ihn rausgeschmissen. Aus dem Reichstag? Nee, aus der SPD. Jetzt haben sie eine unabhängige Fraktion gegründet. Er und 33 andere. Also, ich finde das ja nicht richtig von den Genossen. Warte, dass der Hase für den Frieden ist? Ach nee, dass sie ihn deshalb aus der Fraktion rausgeschmissen haben. Wer ist denn schon für einen Krieg? Paule, hör mal! Ja, was ist denn mit dem Reich, Peach? Ich habe schon mit den anderen gesprochen. Wenn die Sache mit dem Geld nicht passiert wäre. Pauli, kann der das erklären? Der hat an dem Abend unsere Zigarettenkasse bei sich gehabt. Ja, du verfallst mir doch nicht. Na, wir kaufen hier die Verpflegungszigaretten von den Nichtrauchern auf und verscherbeln sie drüben in der Werft. Aber das ist doch verboten. Ach, deshalb hat er mir doch nicht verpfiffen. Sonst hätte ich auch noch Knast bekommen, verstehst du? Aber der Oberleutnant Jordan sagt doch, es war dem Offizier sein Geld. Ja, dem glaubst du mehr als mir?
Ja, wer ist da? Obermark Heinitz und drei Marken bitten, eintreten zu dürfen. Also kommt schon. Na, was gibt's? Wir kommen wegen dem Reichpietscher, Oberleutnant. Na und? Wenn Herr Oberleutnant für ihn gutsagen, dann bekommt er sein Mützenband wieder. Warum soll ich denn das? Herr Oberleutnant, der Reichpietsch war ja nun vor dem Skagerrak dabei und hat sich gut gehalten. Wir meinen, er ist ein fixer junger Oberleutnant. Manchmal ein bisschen faul, aber jetzt hat er doch gezeigt, dass er kann, wenn es nötig ist. Wie lange sind Sie jetzt schon Soldat, Heinitz? 10 Jahre, Oberleutnant. Und dann wissen Sie immer noch nicht, dass Kameradendiebstahl eben Kameradendiebstahl bleibt? Aber Herr Oberleutnant, der war doch noch jung und das ist doch schon eine Zeit her. Ich sage nein. Verstanden? Jawohl, Herr Oberleutnant. Es kamen die Blusen, die Kleider. Strenge und Redlichkeit gehört zu den besonderen Pflichten des Soldaten. An Bord ist jedermann in erhöhtem Maße auf die Treue und Rechtschaffenheit seiner Kameraden angewiesen. Diebstähle und Unterschlagungen bei Ausübung des Dienstes oder unter Verletzung des militärischen Dienstverhältnisses ziehen Freiheits- und Ehrenstrafen nach sich. In gleicher Weise wird bestraft, wer einen Diebstahl oder eine Unterschlagung gegen einen Vorgesetzten oder einen Kameraden begeht. Strafe tritt auch dann ein, wenn der Wert des gestohlenen oder veruntreuten Gegenstandes unbedeutend ist. Artikel 29. Von dem Ehr- und Pflichtgefühl des Soldaten wird erwartet, dass er alle strafbaren Handlungen vermeidet, fort und fort seine Pflichten treu und gewissenhaft erfüllt, durch Gottesfurcht und ehrenhafte Führung in und außer Dienst ein Muster ordentlichen und rechtschaffenden Lebens gibt und nach Kräften dazu beiträgt, den guten Ruf der Marine im In- und Ausland zu bewahren. Noch eine Frage? Jawohl, Herr Oberleutnant. Was gibt's? Herr Oberleutnant, im Namen der Kameraden von der Division bitten wir, dass der Oberleutnant Jut sagen tut für Max Reichpietsch, damit er sein Mützenband wiederkriegen kann. Für einen Kerl, der Kameradendiebstahl begeht? Niemals! Division, stillstand! Wegtreten. Wo ist denn das draus machen, Maxe? Ist ja auch nicht so wichtig. Über Mutter. Ja. So was machen wir. Ja, komm mal. Sie haben auch gefragt. Mich geht's ja nun nichts mehr an, Jolan, aber findest du es eigentlich richtig, was du mit Reichpietsch gemacht hast? Danke. Wie der mir den Arm versaut hat. In Stiefeln muss ich in die Stadt laufen. Ich will dir zum Abschied mal was sagen. So wie auf einigen Schiffen die Leute behandelt werden. Es würde mich nicht wundern, wenn sie euch eines Tages ohne Hemd und Hose in die Stadt schicken. Bist du verrückt? Na eben nicht. Guck dir doch mal so einen Tisch hier an. Unser Essen wird den Leuten direkt unter der Nase vorbeigetragen. Was glaubst du, wie lange die sich das gefallen lassen? Hm? Du bist doch kein Sozi geworden. Jeder, der mal einen vernünftigen Gedanken äußert, ist schon Vaterlandsverräter, wie? Du, ich bin froh, wenn ich aus dem Mief hier raus bin. Ja. Also Nanz, schalten Sie doch mal den Ventilator ab, der Krach ist ja unerträglich. Was ist denn hier für ein Mief? Die Ventilatoren sind abgestellt. Das Geräusch stört in der Offiziersmesse. Na, wenn die nicht unser Brummschädel stört, den wir morgen haben. Du musst ja nichts draus machen, Maxi. Wenn wir das nächste Mal rausfahren, kriegst du dein Mützenband wieder. Mit die Dinger fahren wir nie mehr raus. Na, vielleicht ein Glück. Wie meinst du das? Besser ein Heiletkreuz als ein Eisernetkreuz. Na ja, aber ein Scheißkerl ist er doch, der Jordan. Ja. Na, Schulz? Hoffentlich bereuen Sie Ihren Entschluss nicht. Ich an Ihrer Stelle würde mir das noch mal überlegen. Gerade jetzt, wo sich die Hochseeflotte zum ersten Mal bewährt hat. Ich glaube, es war auch das letzte Mal, Herr Kapitän. Nein, nur mal sachte. Noch ist nicht alle Tage Abend. Aber ich kann Sie verstehen. Nur, Karriere, lieber Schulz. Karriere machen Sie bei der U-Boot-Waffe nicht. Darauf kommt es mir nicht so sehr an, Herr Kapitän. Darf ich mich dann verabschieden? Ich muss mich heute Abend noch bei meinem Kommandanten melden. Alles Gute. Halten Sie die Ohren steif. Gehorsamsten Dank, Herr Kapitän.
bisschen frech, der Schulz. Aber schneit hat. Ja, meine Herren, es ist spät geworden. Lassen Sie mich noch ein paar Worte sagen. Nach dem Sieg binden wir den Helm fester, heißt es im Sprichwort. Unsere Hochseeflotte als scharfes Schwert erhalten, das ist unsere Aufgabe. Daran müssen Sie jeden Tag denken. Und drei Hurras auf seine Majestät den Kaiser. Hurra! 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 Meine Reich ist nach oben! Wenn die Messer los ist, tun Sie es! Wenn die uns die frische Luft abdrehen, dann kriegen sie von uns Wasser in die Messe. Osten! Verfluchte Sauerei! Osten, schick deine Post! Ist der Kerl los? Posten Schanze zur Stelle. Keine besonderen Vorkommnisse. Was geht hier vor? Die Leute weigern sich, weiterzuarbeiten. Das Essen sei zu schlecht. Hat jemand was zu sagen? Heizer Köbis bittet, melden zu dürfen, dass das Essen ungenießbar ist. Hier, Herr Oberleutnant, das ist nur Dörrgemüse und Wasser. Wir haben schwer zu arbeiten, Herr Oberleutnant. Das ist ja köstlich. Jawohl, Herr Oberleutnant. Sind die Leute deshalb unzufrieden? Jawohl. Ich werde das dem ersten Offizier melden, mit der Bitte, Kaltverpflegung ausgeben zu dürfen. Hinsetzen! Wer ist der Mann, der da der Sprecher ist? Heizer Köbis. Merken Sie sich den Mann. Bei der nächsten Kleinigkeit melden. Dampf machen, verstanden? Jawohl. Achtung! Stillgestanden! Hinsetzen! Auf! Turm B fehlen zwei Verschlüsse. Die sind abmontiert und nicht wieder aufzufinden. Und Turm C, da sind alle Geschütze unbrauchbar gemacht worden. Kein einziger Verschluss mehr da. Auf der Helgoland wurden vor einer Woche die Schlagbolzen bei 288ern entfernt. Das geht ganz einfach. Den Handgriff haben Sie alle gelernt. Unfassbar. Haben Sie irgendetwas gehört, wie die Ermittlungen ausgegangen sind? Keiner will etwas gesehen haben. Die Posten heißen Hase und wissen von nichts. Das ist unglaublich. Da sollte man doch wohl schärfstens durchgreifen. Meine Herren. Die Leute halten dicht, Herr Kapitän. Man steht wie vor einer Mauer. Dann lass sich was einfallen. Unter den Altgedienten geht es doch gute Leute. Machen Sie Urlaubsversprechungen. Und sagen Sie ihnen, dass sie aufpassen sollen. Das hieße Spitzel? Ach, pappalapapp, Spitzel. Die Schuldigen sind zu finden und zu bestrafen. Die Einsatzbereitschaft des Schiffes geht über alles. Unter allen Umständen sollten die Fälle ans Flottenkommando gemeldet werden. Ein grundsätzlicher Befehl des Flottenchefs, in dem ganz harte Strafen angedroht werden... Ach, Sie sind ja naiv. Glauben Sie, ich würde eine Meldung machen? Scheißarbeit! Als ob Sie nicht warten können, bis die Feuerlöcher kalt sind. Unsere Schleuse Hochseeflotte muss stets einsatzbereit sein. Reifenration haben Sie uns gekürzt. Hauptsache, die Offiziere könnten ihre Ärsche polieren. Tja, sagst du, dann scheißen die uns an, wenn wir dreckige Fingernägel haben. Urlaub ist sowieso Sense. Gestrichen. Wie kommt das nun wieder? Wegen dem Einbruch in der Proviantkammer. Angeblich fehlen 4 Speckseiten und 18.000 Zigaretten. Wenn die mal der Proviantmeister nicht selbst verschoben hat. Klar hat er das. Er muss das sein Bratkartoffelverhältnis freihalten. Und der Offiziersmesser hat heute wieder Fleisch gegeben und Pudding zum Nachtisch. Aber ich habe in die Soße gespuckt, als der Flanke mit dem Tablett vorbeiging. Nee. Und der Sachse gibt mir einen Brief mit an die Abgeordneten. Nächste Woche, wenn ich in Urlaub fahre. Bring ich hin zu dem von der USPD. Pass nur auf, Reichpitsch, dass du dir nicht verläufst im Reichstag. Emma, gib mal noch eine Runde. Die Abgeordneten können doch nichts machen. Nach dem Krieg, ja dann, wenn wir die Reform haben, die uns der Wilhelm zu Ostern versprochen hat. Nikos, glaubst du an das gleiche Wahlrecht? Das
hat er doch nur gesagt, damit wir nicht kiebig werden. Die haben doch alle einen Heidenschiss, seitdem in Russland die Revolution ist. Was der Kaiser versprochen hat, muss er halten. Du machst mir Laune. Ich glaube kein Wort mehr. Schaden kann es ja nicht, wenn der Max mal zu den Sozialdemokraten hingeht, was, Fischer? Vielleicht wissen die gar nicht, wie mies hier bei uns das Fressen ist. Und wie schofel wir behandelt werden. Kannst du ihnen ja sagen, dass wir alle für ihr Friedensprogramm sind? Na, doch, ich denen jetzt sage. Bitte. Danke. Ja. Ja, Prost. Und zum Jahrestag unseres ruhmreichen Sieges vom Skagerrak noch ein paar Worte zur politischen Lage. Es ist das Ziel unserer Feinde, das Band zwischen dem obersten Kriegsherrn, dem Heer und der Marine zu zerreißen. Wenn dann, wie unsere Feinde sich das wünschen, die Hohenzollern verjagt sind, wollen sie in Deutschland ein parlamentarisches System einführen. Dann werden wir in England und Frankreich die Kofmix, die Advokaten und die Zeitungsschreiber regieren. Wir aber brauchen nach dem Krieg ein noch stärkeres Heer und eine noch größere Flotte. Ihr, meine Kameraden, sollt all denen entgegentreten, die in Deutschland das parlamentarische System einführen wollen. Das Reich steht und fällt mit dem Bestand des Kaiserhauses, des Heeres und der Marine. Wie geht es Ihrer Frau, Ihrem Jungen? Bitte legen Sie doch ab. Danke. Wegen des Jungen wende ich mich an Sie, Herr von Peyer. Ist er nicht bei der Hochseeflotte? Ja, als Matrose. Will er Seeoffizier werden? Nein, das glaube ich nun bestimmt nicht mehr. Wie soll ich das verstehen? Mein Junge, ich darf das wohl sagen als Vater, ist von mir zur Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit erzogen worden. Er lügt nicht. Und deshalb, wenn er mir heute Dinge berichtet, die in unserer stolzen Flotte tagtäglich geschehen... Ach so. Daher weht der Wind. Ich weiß, mangelnde Verpflegung, Übergriffe einzelner Offiziere, sturer Dienst, bitteschön. Danke. Ein wenig Langeweile. Alle diese Vorwürfe kenne ich und sie wurden vom Reichsmarineamt geprüft. Gewiss, manches ist nicht so recht im Lot, aber Sie wissen ja, das System Tirpitz ist vom Nachfolger, Staatssekretär von Capelle, übernommen. Auch er versichert uns ständig, es sei alles in bester Ordnung. Ich bin geneigt, ihm zu glauben. Ich komme nicht, um mich zu beschweren. Und ich komme nicht wegen meines Sohnes. Ich komme aus tiefer Sorge. Aus Sorge um unser Vaterland. Diese Flotte, die Großkampfschiffe, sind nicht mehr in den Händen ihrer Offiziere. Ich selbst führe einen Betrieb, Herr von Peyer, und ich weiß, dass es nach diesem Winter nicht leicht ist, die Leute bei der Stange zu halten. Aber was dort getrieben wird, wie dort auf der Flotte die Männer behandelt werden, das kann nicht gut gehen. Ich bin bestürzt, das gerade von Ihnen zu hören. Können Sie mir Einzelheiten nennen? Selbstverständlich. Jedoch, mein Junge ist dem Kommando ausgeliefert. Die Methoden, wie man dort Kritiker behandelt, sind nicht gerade fein. Sie können sich darauf verlassen, dass ich die Quelle nicht preisgebe. Ich habe hier eine Aufzeichnung gemacht, die ich Ihnen überlassen kann. Miserable Verpflegung, die nur deshalb wohl von den Mannschaften beanstandet wird, weil die Offiziere ungleich besseres Essen immer noch bekommen. Behandlung, oder wenn Sie so wollen, die Misshandlung von Untergebenen. Ich habe hier einige Fälle notiert. Unter uns gesagt, die Stimmung im ganzen Land ist nicht mehr rosig. Das wird hier in diesem Hause einige Konsequenzen haben. Ihnen vertraulich gesagt, wir, dann das Zentrum und die Mehrheitssozialisten sind entschlossen, einen interfraktionellen Ausschuss zu bilden, der einschneidende Reformen für die Innenpolitik und ein Programm für einen Verständigungsfrieden ausarbeiten soll. Lassen wir einmal die Sorgen meines Jungen beiseite. Ich hatte gehofft, so etwas von Ihnen zu hören. Einen zweiten Winter wie den vergangenen hält das Volk nicht mehr aus. Wir müssen auf einen Frieden hinarbeiten. Es wird Sie interessieren zu hören, dass ich vermutlich den Vorsitz dieses Ausschusses übernehmen werde. Das ist alles nicht so leicht zu nehmen, Herr Dr. Pfleger. Es sind eben schwere Aufstände da. Und da ist nicht damit gedient, ich meine nicht mehr damit gedient, wenn man diese Meldungen von den Herren aus dem Reichstag an das Reichsmarineamt weitergibt. Das Amt gibt sie dann an die Kommandanten. Und die Kommandanten suchen sich die Leute heraus, von denen sie glauben, sie haben das an den Reichstag gemeldet. Ich stehe durchaus meinen Mann, wenn man mir eines Tages vorhalten soll. Beruhigen Sie sich, Herr Lotte, ich habe von Ihren Briefen Abschriften machen lassen. Yes, sir. Ohne Absender und Schiffsname.
Auch ohne Datum. Tja. Sie sagen, es geht um die Verpflegung. Nun sollen ja auch in der Marine Menagekommissionen eingeführt worden sein. Davon weiß ich nichts, Herr Doktor. Tja, das hat uns Herr von Capelle kürzlich im Ausschuss erklärt. Nichts davon, Herr Doktor, das müsste ich doch wissen. Glauben Sie denn, dass Ihre Kameraden sich darüber im Klaren sind, dass das ganze Land Not leidet? Sehen Sie, Herr Doktor, meine Kameraden sind ja nicht eigennützig. Aber wenn dann die Herren Offiziere noch 3 oder 4 Gänge essen, oder wenn in den Messen noch Alkohol ausgeschenkt wird, dass man bis nachts das Gebrüll der Herren hört, oder wie neulich, wo wir die jüngeren Herren aus dem Bordell haben holen müssen. Aber sind das nicht Einzelerscheinungen? Herr Doktor, natürlich sind unter den Herren Offizieren auch Pfundskerle dabei. Nur, die Besten sind halt weggegangen. Zu den U-Booten, zu den Torpedobooten, nach Flandern zur Infanterie. Es ist ja auch nicht nur das Essen, Herr Doktor. Es ist eben, man fühlt sich nicht als Mensch behandelt. Sehen Sie, ich liebe mein Vaterland wie diese Herren. Aber wie die einen behandeln, da wird einem die Vaterlandsliebe gründlich ausgetrieben. Ja, ja, der Kollege Noske berichtet auch immer von ähnlichen Beschwerden, die den Sozialdemokraten gemeldet werden. Von Urlaubern, Ehefrauen, aus Briefen. Aber Staatssekretär von Capelle prüft nach und erklärt uns dann, es sei alles ganz anders und gar nichts dran an den Vorwürfen. Herr Doktor, ein Reichstagsuntersuchungsausschuss muss heran. Und in den Ausschuss sollte ein Matrose, der alle Beschwerden entgegennimmt. Sie werden Tausende von Fällen gemeldet bekommen. Dann können Sie nachprüfen. Sie, die Herren Abgeordneten. Das setzen wir niemals durch. Dann setzen Sie wenigstens durch, dass die Besatzungen durchgekämmt werden. Herr Doktor, viele von uns, auch ich, wir würden freiwillig nach Flandern gehen, wenn wir nur aus diesem Stumpfsinn herauskommen könnten. Sie wollen also sagen, der Betrieb auf den Schlachtschiffen ist lähmend. Herr Doktor, ich habe mich vielleicht vorhin etwas hart ausgedrückt in Bezug auf die Herren Offiziere. Ich bitte, das zu entschuldigen. Natürlich können auch die Herren nichts dafür, wenn wir im Hafen herumliegen. Es ist allerdings noch etwas anderes. Und das wäre? Die Offiziere haben sich ihre Pistolen wiedergeben lassen. Was soll das bedeuten? Ein Teil der Leute wird aufsässig. Und ich sehe eine große Gefahr für unser Vaterland. Wenn sich die Matrosen nach links wenden, zu den unabhängigen Sozis, die nur noch einen Frieden ohne Annexionen und Kontributionen wollen. Gibt es dafür Anzeichen? Ja, Herr Doktor, wohin sollen sie sich denn wenden? Das sind Arbeiter aus den Industriegebieten, aus Berlin. Ein Teil war schon vor dem Krieg bei den Sozis organisiert. Da können Sie jetzt nicht erwarten, Herr Doktor, dass die sich an die Konservativen wenden. Bitte lesen Sie den Leitartikel und Sie kennen die Meinung der SPD zu dieser Frage. Vielen Dank. Herr Abgeordneter, auf Wiedersehen. Immer das alte Lied, Genosse Stückler. Mach eine Notiz und leg sie zu den Akten. Ich muss mit Noske sprechen. Nichts als Beschwerden und Ärger mit dieser verdammten Hochseeflotte. Da haben wir jahrelang den Kriegskrediten zugestimmt. Das kostet uns jetzt die Einheit der Partei. Wir haben, weiß Gott, den Burgfrieden gehalten. Mitläufer der Regierung sind wir geworden. Eine Regierung, die größenwahnsinnige Pläne für einen Siegfrieden macht. Eben deshalb soll ja der interfraktionelle Ausschuss gebildet werden. Wir können das Vaterland in dieser schweren Aber Stunde... Aber das Vaterland kann mit uns verfahren wie zu Bismarcks Zeiten. Warum haben unsere Genossen in England Versammlungs- und Pressefreiheit? Warum sind sie in Frankreich seit dem ersten Tag des Krieges mit in der Regierung? Weil sie die gleichen Pflichten zu erfüllen haben, stehen ihnen auch die gleichen Rechte zu. Aber hier wehren sich noch die Konservativen gegen die Osterbotschaft des Kaisers zum gleichen Wahlrecht in Preußen. Willst du auch zu den Unabhängigen gehen? Zu Hase und Dittmann? Ja, haben die nicht recht? Hör zu, Bethmann wird zurücktreten müssen. Wir bekommen eine Mehrheit im Reichstag, die Zentrum und Fortschrittliche einschließt. Und ist diese Friedensresolution erst einmal durchgesetzt, wird alles ganz anders aussehen. Tja, das musst du mal den Matrosen erzählen. Haben sie etwas Neues gebracht, außer den bekannten Beschwerden? Auf einzelnen Schiffen ist der Bezug von unseren Zeitungen verboten worden. Wobei das Unterscheidungsvermögen der Kommandanten etwas gelitten haben muss, denn unter das Verbot fallen auch das Berliner Tageblatt und die Vossische Zeitung. Ja. Das muss ich den Kollegen von den Liberalen erzählen. Was kann ich für Sie tun, Herr Reichpiesch? Ich habe keine Ahnung, was Herr Dittmann mit Ihnen besprochen hat. Ja, das ist so, wir wissen ja gar nicht, was politisch los ist, Frau... Zietz ist mein Name. Also, Frau Zietz, meine Kameraden und ich, wir wissen ja nicht, was los ist. Politisch, meine ich. Und wir wollen uns informieren.
Das Kommando, das schickt uns ja nur Bücher über Kriegsziele und so ein Quatsch. Mhm. Und da steht dann drin, dass wir unsere Kolonien vergrößern müssen und Belgien muss besetzt bleiben und so. Aber das ist ja alles Blödsinn, das wollen wir ja nicht wissen. Dann haben wir gehört, dass Sie, ich meine Ihre Partei, auf einen Frieden hinarbeiten. Und darüber wollen wir was wissen. Tja, sehen Sie, da haben wir hier Frieden ohne Annexionen und Kontributionen. Da gebe ich Ihnen gleich mal ein paar Exemplare mit. Kosten die was? Nein, die habt ihr umsonst. Aber die Leipziger Volkszeitung, die müsst ihr abonnieren. Wir haben nämlich kein Papier mehr und wir bekommen nur nach der Anzahl der Abonnenten Papier zugeteilt. Da könnt ihr lesen, was wir wollen. Ja, da muss ich aber erst die Kameraden fragen. Wissen Sie, Herr Reichpietsch, wir haben da oben in Wilhelmshaven ja noch gar keinen Ortsverein. Eigentlich sollten wir uns ja ein bisschen schämen, dass ihr jungen Leute uns so voraus seid. Den Ortsverein können wir ja gründen. Nein, das lohnt nicht. Ihr könntet ja doch nicht an unseren Vereinsversammlungen teilnehmen, nicht? Natürlich könntet ihr ihn gründen. Rechtlich sind da gar keine Bedenken. Bloß, wir wollen ganz bewusst keinen Marine-Ortsverein und keinen Schiffsverein. Jetzt geht's um die Menagekommission. Die gibt's ja noch gar nicht. Wieso? Capella hat uns doch erzählt, dass die Kommissionen eingerichtet sind und Sie wissen gar nichts davon? Ja, wir setzen die Kommission schon durch. Notfalls durch Streik. Bloß nicht. Die warten doch bloß drauf, dass irgendwas Illegales passiert. Das kommt ja gar nicht in Frage. Was denken die sich eigentlich in Berlin? Ach so, hier der neue Erlass für die Menagekommission. Wird ein aus zwei Unteroffizieren und einigen Gemeinen bestehender Mannschaftsausschuss ernannt, der etwaige Beschwerden und Wünsche der Mannschaft in Bezug auf die Verpflegung zur Sprache zu bringen hat. Wieder ist die Frage nicht gefragt worden. Wir sollten wenigstens nachträglich dazu Stellung nehmen können. Ablehnen können wir es ja wohl nicht. Beim Hier gibt es das lange. Mein lieber von Trotha, ich lasse mir doch nicht einfach eine neue Beschwerdeordnung aufzwingen. Dann soll uns Berlin garantieren, dass dieser Erlass den Mannschaften nicht mehr Rechte verleiht. Was kann uns Berlin schon garantieren? Wir hier an Bord sind verantwortlich für die Aufrechterhaltung der Disziplin. Das Reichsmarineamt zittert doch nur vor den Parlamentariern. Was wollen wir tun? Schreiben wir zunächst einen Brief. Läufer! Ja, hier steht's. Hier in der Wilhelmshavener Zeitung. Da hat doch der Kapelle vom Reichstag gesagt, wir haben Menagekommission. Ach, der Kerl lügt doch. Wir auf der Helgoland haben sie. Aber sie sind vom Kommando ausgewählt worden. Und was habt ihr erreicht? Wir haben die Sache mit den 25 von Butter geklärt. Das Zeug ist in Offiziersmesse verschoben worden. Ja, und was haben die gesagt, Bieber? Der erste Offizier hat gesagt, ihr habt Margarine dafür bekommen. Und damit war der Fall erledigt. Und das lasst ihr euch gefallen? Die Menagekommission stehen uns zu. Das haben mir die Abgeordneten in Berlin gesagt. Oh, die haben gut reden. Die verbrennen sich ja nicht die Schnauze. Aber wir. Herr Kameraden, hört doch mal her. Viel wichtiger ist doch das hier. Die Friedensresolution im Reichstag. Hier im Vorwort steht der ganze Text. Morgen wird abgestimmt. Richtig, Weber. Schluss mit der Scheiße. Wir wollen raus aus dem Krieg. Wir wollen nach Hause. Am 15. August ist in Schokon die Friedenskonferenz. Lass doch den Parteiquatsch. Wir müssen hier aktiv werden. Wir streiken, bis sie uns die Kommission zugestanden haben. Momentchen, Kameraden. Kein Verstoß gegen die Militärgesetze. Wer macht denn mit, wenn wir die Friedensresolution unterstützen? Das ist besser, wir unterstützen die unabhängigen Sozialdemokraten. Das ist legal. Ja. Und wir können hier auch einen Ortsverein gründen. Du hast doch gesagt, die wollen das gar nicht. Die wollen oder nicht, darauf kommt's doch gar nicht an. Die Namen von den Mitgliedern können wir doch schon mal sammeln. Nein, nein. Erst die Menagekommission. Ja eben, wir wollen endlich Besseres fressen. Was willst du denn? Lass uns doch die Sache politisch organisieren. Davon halte ich nichts. Organisiert sind wir ja schon. Wir haben doch unsere Leute auf allen Schiffen. Na also, warum dann nicht in der Partei? Also, morgen treten wir alle den Dienst nicht an und verlangen die Menagekommission. Wir wollen unsere Leute aber selbst wählen. Dass nicht die Arschkriecher da reinkommen. Jawohl, geheime Wahlen und die Offiziere haben nicht mitzureden. Und dann macht Listen für die USPD. Für Stockholm. Hört doch auf mit dem Blödsinn. Ihr versteht doch nichts von Politik. Wenn ihr morgen Abend wieder herkommt, da ist einer, der versteht was davon. Ist ein Zeitungsredakteur. Wir kommen. Und wir sagen es auch weiter. Behalten Sie Platz, Herr. Schon Nachricht aus Berlin? Nein, muss jeden Augenblick kommen. Haben Sie schon gehört? Auf Prinzregent Luitpold haben Sie heute Nachmittag einen Hungerstreik veranstaltet. Das Essen war ungenießbar, sagen die Leute. Doch schon das zweite Mal. Und am letzten Sonnabend auf der Posen. Auf dem dicken Fritz sind die Männer wieder zur Vernunft gebracht worden. Ich weiß nur nicht, ob es nicht besser wäre, einmal einen zusammenfassenden Bericht an das Flottenkommando zu machen. Ach was, wir werden schon allein mit den Leuten fertig, nur keine Aufregung. Es ist niemandem gedient, wenn wir die Dinge aufbauschen. Sehr richtig, Herr von Hornhardt. Wenn diese Sachen erstmal bekannt werden, gehen die Herren vom Marineamt nur noch mit flatterndem Frack in den Reichstag. Bitte, meine Herren.
Ich gebe nur zu bedenken, dass die Mannschaft von den Minagekommissionen erst aus der Zeitung erfahren hat. Irgendwann müssen wir ja nachziehen. Ich finde, es ist schon zu viel Zeit vergangen. Das kommt davon, wenn die Mannschaften alles zu lesen bekommen. Hier die Nachricht von einem Vertrauensmann. Morgen wird ein Teil der Besatzung der Pillar ausmarschieren. Angeblich wegen Urlaubsverweigerung. Man sollte die Redensführer sofort festnehmen. Das ist die einzige Methode. Ich fürchte, Herr Kapitän, damit ist bald nichts mehr getan. Die Arrestlokale sind sowieso schon überfüllt. Cognac, Rotwein. Pentry. Täglich mehr Abgänge. Die Leute machen sich bewusst strafbar, nur um arretiert zu werden. Ich finde, wir sollten uns da was Vernünftiges einfallen lassen. Meine Herren, diese Friedensresolution ist heute tatsächlich im Reichstag angenommen worden. Mit 212 gegen 126 Stimmen. Ja, unerhört! Das hat uns gerade noch gefehlt. Das hat man jetzt von einer Seite. Ich bitte um Ruhe, meine Herren. Das darf nicht wahr sein. Wir wissen nun, dass wir einen Feind auch im Innern haben. Ein Frieden ohne Annexion und Kontribution ist für uns nicht denkbar. Nichts von Verständigung, meine Herren. Sieg heißt die Parole. Dieser Erzberger soll gesagt haben, lieber für ein paar tausend Alldeutsche, die verrückt werden, Sanatorien bauen. Das sei immer noch billiger als ein Jahr länger Krieg. Der wird noch sein blaues Wunder erleben. Kann man den Herrn nicht einberufen? Der sollte mal zu mir in die Ausbildung kommen. Ich fürchte, wir machen uns Illusionen. Der Reichstag hat das ausgesprochen, was das ganze Volk denkt. Aber wir müssen doch siegen. Natürlich. Aber ob wir es können, das ist die Frage. In Anbetracht der beschämenden Haltung dieser Quatschbude in Berlin gibt es für uns nur eine Haltung. Scharf durchgreifen, wo sich Zersetzungserscheinungen zeigen. Mit aller Härte. Ruhe, Kameraden! Der Redakteur Hörer Herre ist nach den Bestimmungen vom Belagerungszustand zur Marine gepresst worden. Obwohl er nicht KV ist. Das Ding liegt am Lazarett. Warum haben Sie ihn denn gepresst? Weil er das Maul zu weit aufgerissen hat in seiner Zeitung. Ja, dann soll er mal reden. Kameraden! Ach, die Kameraden, die sind schon bei Leipzig ein und Leipzig gefallen. Halt doch endlich die Schnauze. Als erstes und wichtigstes Gebot der Stunde, ihr dürft nichts Ungesetzliches tun. Nicht gegen das Gesetz verstoßen. Sonst können die Schiffskommandos eingreifen und euch disziplinarisch bestrafen. Auf ein paar Jahre Knast kommt es uns nicht drauf an. Das mag sein, aber damit ist niemand gedient. Grundsätzlich ist die Arbeit für die USPD legal. Das ist eine legale Partei und ihr könnt euch legal die Druckschriften und Zeitungen zusenden lassen. Bei uns ist das verboten. Da kriegt jeder schon Arreste, den vorwärts liest. Dann schreibt an die Abgeordneten, damit das abgestellt wird. Der weiß wohl nicht, dass die Briefe auch durch die Zensur gehen. Nee, dann bringt sie mir ins Lazarett. Ich sorge dafür, dass sie nach Berlin kommt. Also, Kameraden, die USPD will den Annexionslos und entschädigungslosen Frieden aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Das wollen wir auch. Ja, Moment mal, das gilt auch für Deutschland. Wir wollen keinen Frieden. Was? Indem wir uns unterwerfen. Ist uns doch scheißegal. Hauptsache Schluss. Die bürgerlichen Parteien haben sich unserem Standpunkt so weit angenähert, dass nach den letzten Beschlüssen des Reichstags die Propaganda für einen Verständigungsfrieden auf dem Boden der Mehrheit steht. Und was ist mit dem Generalstreik? Und was ist mit dem Generalstreik? Ein Streik bringt die ganze Bewegung in Misskredit. Darauf wartet das Kommando ja nur. Was ist mit Stockholm? Die internationale Friedenskonferenz der Sozialisten ist für uns nur insoweit bindend, als sie das Selbstbestimmungsrecht auch für uns Deutsche anerkennt. Das ist doch alles Quatsch! Das ist doch alles Quatsch! Was heißt denn unterwerfen? Schluss mit dem Krieg und vor allen Dingen besseres Fressen! Das ist ja eine Meise, Albin. Der Mann hat doch recht. Die Menagekommissionen sind legal. Die Propaganda für den Verständigungsfrieden ist legal. Ja, aber das Kind, was die Trine von mir hat, das ist nicht legal. Alles auf den Boden der Legalität. Das war vielleicht ein Schluss, was der Zeitungsfritz uns da vorgestern verzapft hat. Kommst du heute Abend mit ins Tivoli? Um 9 geht's los.
wieder so ein Quatsch? Nee, so eine Versammlung von der Geheimorganisation der Linienschiffe. Du, wenn die uns nicht mehr zu bieten haben wie der Zeitungsfritze, dann... Jetzt geht's um eine Friedensresolution und um den Flottenstreik. Und um 9 Uhr soll die Versammlung sein, hat er gesagt. Warum haben Sie sich eigentlich nicht an den Dienstweg gehalten? Ja, ich meinte, es eilte doch. Und unser erster Offizier, Herr Kapitänleutnant, der ist nicht gut zu sprechen auf mich. Warum? Ich habe mich halt oft beschwert, wegen des Essens und wegen der Behandlung. Aha. Und das Wort Flottenstreik ist gefallen? Jawohl, Exzellenz. Und von einer Organisation war die Rede auf allen Schiffen? Jawohl, Exzellenz. Sie können abtreten. Die Zustände auf der Bremse, von denen der Mann da erzählt. Naja, ich glaube, da täte ein Wechsel im Kommando mal gut. Jawohl, Exzellenz. Aber das andere, die Versammlung und was er sagte von einer Organisation. Glauben Sie nicht, dass er Gespenster sieht? Ich hatte von ihm nicht den Eindruck. Exzellenz, jetzt könnten wir noch was unternehmen. Wenn der Mann übertreibt, machen wir uns lächerlich. Wenn es aber stimmt, was er sagt, dann ist es besser, wenn sich die Rädelsführer einer solchen Organisation zu erkennen geben. Eine Versammlung in einem öffentlichen Lokal riecht ja noch nicht nach Verschwörung. Schicken Sie mal einen zuverlässigen Mann dorthin. Sie werden sehen, es wird über Verpflegung gemeckert werden und so das Übliche. Die Männer sind abgespannt. Und so geht's immer weiter. Wie gestern Abend im Tivoli. Da wird gemeckert und gemosert und nichts kommt dabei heraus. Nächstes Morgen früh mit Dino. SF4 ist angesetzt. Das ist, weil wir uns wegen der Seifenzuteilung beschwert haben. Das liegt an unserem Ingenieur, der setzt sie nicht für uns ein. Alle mal her! Das lassen wir uns nicht gefallen! Wir gehen morgen früh geschlossen vom Boot! Ja. Herr Oberleutnant, die dritte Heizerwache ist nicht angetreten. Was soll das heißen? Sie sollten jetzt Gewehre empfangen von der Kammer zum Exerzieren. Ja, na und? Die sind alle von Bord. 49 Mann. Warum denn das? Einer hat über das schwarze Brett geschrieben, wenn kein Kino, dann Ausflug ohne Erlaubnis. Na, dann mach das mal. Oh. So kann ich das den ganzen Tag aushalten. In 2 Stunden sind wir wieder an Bord. Warum denn? Ist doch ganz schön hier. Hast du keinen Verstand, Mensch? Wir haben 3-stündige Alarmbereitschaft. Wenn wir nur 2 Stunden wegbleiben, gefährden wir die Gefechtsbereitschaft nicht. Kapiert? Nee. Sonst können sie uns einen Strick draus drehen. Kriegsgericht und so. Ist doch egal. Wir sind doch nur denen ihre Kulis. Wenn wir pünktlich zurück sind, kriegen wir noch Knast. Na, wenn ihr meint. Los, Leute. Antreten. Wir marschieren zurück. Links um. Ohne Tritt. Marsch! Auf Befehl des ersten Offiziers haben sich diese 11 Mann um 2 Uhr beim Kommandanten zu melden. Wieso nur diese 11? Alle! Oder jeder zweite! Wir waren alle dabei! Ruhe! Schnauze halten! Ihr seid für verrückt geworden! Alle oder jeder zweite, Herr Oberleutnant. Wir sind geschlossen marschiert und wollen keine Ausnahme. Ihr habt zu gehorchen. Zurücktreten. Dritte Halserwache. Stillgestanden. Wegtreten. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wir sollten uns nun entscheiden, wie wir es morgen machen. Ich werde auch noch von anderen Schiffen Kameraden dazu holen. Morgen früh!
Ladendicht, Nuss. Morgen früh zeigen wir denen, was eine Hake ist. 400 Mann von uns gehen mit. Wir marschieren nach Östersiel. Sollen wir eine Solidaritätsaktion starten? Nee, vorläufig nicht. Erst muss auf unserem Schiff die Bestrafung von den Elfen rückgängig gemacht werden. Die müssen den Arrest widerrufen. Aber wir marschieren aus, wenn sie euch morgen festnehmen. Können wir uns darauf verlassen? Wir haben die Leute fest in der Hand. Der Fischer von der Pillau hat sogar schon Listen angelegt, wer von der Mannschaft zuverlässig ist und wer eine faule Nuss ist. Ich habe auch eine Liste aufgelegt. Abonnent für die Leipziger Volkszeitung. Wer Dienst frei hat, soll auch nach Östersiel kommen. Von allen Fötten möglichst viele Leute. Und dann beraten wir die weiteren Kampfmaßnahmen. Die Abgeordneten decken uns nur, wenn wir legal bleiben. Ich habe jetzt in Berlin noch mal mit Hase und Dittmann geredet. Propaganda für einen annexionslosen Frieden ist legal. Aber Streik nicht! Die in Berlin haben gesagt, wir sollen nicht schießen, wenn vielleicht ein Werftarbeiterstreik ausbricht. Dann sollen wir erst Befehle verweigern. Das ist doch alles Quatsch! Wir müssen denen ein paar richtige Demonstrationen vorsetzen. Dann begreifen die erst, was los ist. Und dann machen wir eine Friedensdemonstration. Von allen Schiffen. Ein organisierter Ausmarsch. Wollen erst mal sehen, was morgen dabei rauskommt. Die haben ganz schön dumm geguckt heute Morgen beim Kommando, als wir ausmarschiert sind. Ob die was unternommen haben? Natürlich. Wir werden es gleich erleben, schätze ich. Das ist alles Mumpitz, was die reden. Streiken, meutern wie die russischen Matrosen, das ist der einzige Weg. Sei bloß vorsichtig mit solchen Reden. Sonst segelst du ganz schnell ab und siehst dir die Radieschen von unten an. Der Reichpitsch hat gesagt, die Abgeordneten in Berlin... Ach, der mit seinen Abgeordneten. Ist doch Kappes. Die sitzen mit ihren dicken Ärschen im Reichstag und kassieren Diäten. Die sollten lieber Frieden machen. Schade, jetzt sind wir so schön im Zuge. Ob wir die Friedensdemonstration gleich anschließend veranstalten? Nein, nein, die muss zusammen mit Stockholm kommen. Am 15. August ist das. Wenn die Heizer nicht zu früh ausmarschiert wären, hätte es ja auch geklappt. Aber jetzt hat das Kommando Wind bekommen. Sollen sie uns doch einsperren. Mensch, Gürbis! Steh! Jetzt geht's los! Da kommt ein Feldwebel und 6 Mann Streife! Wir 4 bleiben hier draußen, alle anderen in den Saal! Verbarrikadier die Tür! Schon Bier am frühen Morgen? Was ist los hier? Das wissen Sie ganz genau. Da ist nichts zu machen. Da drin sind 600 Mann. Jetzt sehen Sie zu, dass Sie in den Saal kommen. Ich habe Befehl, den ganzen Haufen zurückzuführen. Wir sind freiwillig von Bord gegangen und gehen freiwillig wieder zurück. Nichts damit zurückführen und so. Wir brauchen niemanden. Wir finden den Weg auch so. Also jetzt gehen Sie schon rein und sagen Sie Schluss der Veranstaltung. Ach, komm mal an! Sind Sie wahnsinnig? Ich hab doch von Lanz nicht! Jetzt hört mal her! Was soll jetzt alles spielen? Die Posten zurück! Wir marschieren sonst nicht weiter! Kameraden, seid doch vernünftig! Ziehen Sie Ihre Soldaten zurück! Abteilung! Marsch! Los, weiter! Ziehen Sie Ihre Soldaten zurück! Wir marschieren sonst nicht weiter! Kameraden, ich hab's euch doch schon mal gesagt, seid doch vernünftig! Posten weg! 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 Im Gleichschritt! Marsch! Marsch! Marsch!
Der ganze Aufwand anhalten! Der hat vor Schreck die Kommandos vergessen. Ihr sollt anhalten, halt! Abteilung, halt! Rechts um! Führt euch! Alle mal her! Wenn ihr euch nicht führen lassen wollt, dann werde ich euch zurückführen, wie die Russen! Dann blamiert ihr euch ja selbst! Wir wollen alleine Mord gehen. Wir sind freiwillig gegangen und gehen auch freiwillig zurück. Sehr richtig! Wir brauchen nicht geführt zu werden. Wir finden den Weg auch so. Stich an! Links um! Im Gleichschritt! Marsch! Halt! Links! Hallo! Alle! So! Was sollen die Soldaten essen, Kapitän und Leutnant? Dort hat er stets den Wind von Funk. Denn dann visieren wir nach Hause, halt mal zu Luft, halt in den Weg. Was hat der denn vor? Der alarmiert die Posten. Die wollen uns doch noch festnehmen. Wir biegen vor der Kaserne rechts ab. Im Laufschritt, Marsch, Marsch! Verdammt! Jetzt kommen die Kerle doch noch ohne uns an Bord. Damit habt ihr die Ehre der Flotte, die sie sich beim Skagerrak erworben hat, in den Schmutz getreten. So handeln keine anständigen Soldaten. Jetzt habt wenigstens den Mut und sagt, warum ihr das gemacht habt. Na los! Sie gehören zur Menagekommission? Jawohl, Herr Admiral. Gestern sind 11 Mann ungerecht bestraft worden. Wir wollten alle bestraft werden, oder jeder Zweite. Und da hat man einfach 11 Mann herausgegriffen. Warum ist mir der Vorfall nicht gemeldet worden? Ich sah keine Veranlassung. Ich werde den Vorfall untersuchen. Soweit die Leute arretiert sind, sind sie sofort freizulassen. Jawohl, Herr Admiral. Der ganze Fall wird natürlich noch ein gerichtliches Nachspiel haben. Belagerungszustand. Kein Mann geht von Bord. Achtung! Ich bin als Ordonnanz eingeteilt und gehe jetzt auf Friedrich der Große. Hast du dem Sachse was zu sagen? Dazu. Wir laufen aus und sind in der Belagerungszustand. Wenn er in 3 Tagen nichts von uns hört, soll er einen Sympathiesteig organisieren. Hier, ich habe einen Zettel geschrieben. Er hat es uns versprochen. Schiff läuft aus, wahrscheinlich unter Belagerungszustand. Wenn in 3 Tagen keine Nachricht, dann los. Gut, ich gebe es ihm. Und wie geht's nun weiter? Morgen melden wir uns. Die ganze 3. Heizerwache zum Rapport und bitten um Bestrafung. Was hast du Zweck? Natürlich. Wir müssen wieder dort anfangen, wo alles aufgehört hat. 11 Mann ungerecht bestraft. Alle, jeder Zweite oder keiner. Da lassen wir nicht locker. Ich habe eben mit Admiral Hebbinghaus im Reichsmarineamt telefoniert. Der trifft morgen hier ein. Er hat eine Überraschung für mich, sagt er. Da hätte irgendein Abgeordneter einen Beschwerdebrief geschrieben. Ein Roter? Nein, vom Zentrum. Pfleger heißt er. Das ist ja heute fast dasselbe. Na, meine Herren, Sie wissen ja das Übliche. Alle bisherigen Untersuchungen über angebliche Missstände, schlechtes Beispiel der Offiziere, vorschriftswidrige Urlaubsversprechen, angeblich schlechte Verpflegung, haben sich als haltlos erwiesen, alles nur Vorwand. Ich habe Hebbinghaus mit aller Schärfe darauf aufmerksam gemacht, dass man nun gegen die Drahtzieher der Affäre vorgehen muss. Gegen die Sozen im Reichstag, die offenbar in den nächsten Tagen im Haushaltsausschuss mal wieder gegen uns schießen wollen. Durch wen sind Sie denn informiert? Nach Art der Beschwerden sieht es so aus, als hätten einige unserer Männer Verbindung mit den Abgeordneten aufgenommen. Diese Denunzianten müsste man erwischen. Da brauchen Sie, glaube ich, nicht lange zu suchen. Die sitzen in der Menagekommission. Meine Herren, das ist ja alles nur der Vordergrund. Dahinter spielt die Propaganda für annexionslosen Frieden. Die Friedensresolution im Reichstag hat die Fronten aufgeweicht. Herr Admiral, ich gebe zu bedenken, dass natürlich die Matrosen auf ihren Versammlungen auch politisch geredet haben. Aber handfeste Beweise dafür, dass die Unruhe nur von außen... Diese Beweise werden wir erbringen, nicht wahr, Debari? Ich möchte es so ausdrücken.
Wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, werden wir sie finden. Der Tatbestand, an den wir uns zunächst zu halten haben, ist einfach. Etwa 400 Mann vom Prinzregent Luitpold haben sich dünne gemacht und sind dann freiwillig wieder zurückgekehrt. Das ist alles. Aber der Fall ist doch klar, meine Herren. Diese Quatschbude in Berlin hat unsere Leute verrückt gemacht. Dieser ganze zivile Haufen hat sie verhetzt. Mit den Phrasen vom annexionslosen Frieden und Selbstbestimmungsrecht der Völker und all dieser Unsinn. Ich finde, wir sollten die Untersuchung auf die Vorfälle beschränken. Wenn unsere Matrosen mal verrückt spielen, so ist doch weder die Flotte noch das Reich gefährdet. Und was geschieht morgen und übermorgen? Wir müssen einen Präzedenzfall schaffen. Wir müssen mit dem Ergebnis der Untersuchung ein für alle Male eine Waffe gegen die Linkssozialisten gewinnen, die wir rücksichtslos gebrauchen müssen. Wenn diese Parteileute sich als Schurken erwiesen haben, so sind sie zu bestrafen. Ich werde das Heppinghaus mit aller Deutlichkeit sagen und ich verlange Unterstützung von Berlin. Man kann ja schließlich keinen Krieg führen, wenn dauernd vom Frieden die Rede ist. Aber die Mehrheit des Reichstages hat eine Friedensresolution beschlossen. Und anhand unserer Untersuchungsverfahren wird sich erweisen, dass sich dahinter nur der Gedanke verbirgt, einen faulen Frieden zu machen, der das Reich zugrunde richtet. Sehr richtig. Setzen wir den Soßen ruhig den Schuss vor den Bug. Dann werden die anderen vorsichtiger. Wen haben Sie als Untersuchungsrichter vorzuschlagen? Die Marinehilfskriegsgerichtsräte Dobring und Lösch. Nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, haben einige Matrosen sich in Berlin bei den Soßen über angebliche Missstände beschwert und sind von diesen mit Propagandamaterial versorgt worden. Und so ist die Unruhe in die Flotte gekommen. Hoffentlich können wir das beweisen. Die Kerns haben nicht politisch zu denken, Herr Kröger. Ich will Ihnen das mal sagen, Sie haben zu gehorchen und damit basta. Ich für meinen Teil mache morgen einen kurzen Prozess. Die Wortführer werden einfach eingesperrt. Auf Prinzregent Luitpold haben Sie jetzt unsere Leute verhaftet. Es ist doch keine Frage, dass Sie damit die Menagerkommission treffen wollten. Ich bin dafür, dass wir morgen die Arbeit niederlegen und streiken. Jawohl, für den Streik! Alle streiken! Geht im Schiff! Jetzt wird gekreist! Aufhören! Von Streik darf nicht gesprochen werden. Wer ist denn der Heini? Haut den traurigen Zivilisten in die Schnauze! Kriminalpolizei! Ich erkläre die Versammlung für aufgelöst. Geben Sie mir Ihren Namen. Scheiße! Oh. Ich stelle fest, man nimmt uns die Versammlungsfreiheit! Jawohl! Ich erhalte eben einen Spruch vom Reichsmarineamt. Der Staatssekretär wünscht keine politische Untersuchung. Nur wenn aus juristischen Gründen ein Vorgehen gegen Außenstehende, wie etwa Abgeordnete, notwendig werden sollte, werde er keine Einwände geltend machen. Es ist sehr zu bezweifeln, ob wir das finden werden. Ich glaube aber das Gegenteil. Sicher, legales Propagandamaterial der Sozen. Aber was beweist das? Zusammen mit der Verbindung zu den Abgeordneten der Linken? Eine ganze Menge. Danke Ihnen, meine Herren. Tja, meine Herren, dann an die Arbeit. Der Staatsadmiral von Trotha steht auf dem Standpunkt, dass die Unruhen von außen in die Flotte hineingetragen worden sind. Es gilt also mit aller Schärfe, die wahren Schuldigen festzustellen. Soweit sie sich feststellen lassen. Ja, ich habe mich um politische Dinge nie gekümmert. Hier ist ein Tatbestand festzustellen, so scheint mir. Mehr nicht. Ja, das möchte ich auch von mir aus dazu sagen. Tatbestände feststellen, das ist Ihre Aufgabe. Beweisbare Tatbestände. Ich danke Ihnen, meine Herren. Na, Sie sind ja dabei, lieber Breil. Sie passen schon auf, dass nichts passiert. Sie geben also zu, mit den Abgeordneten in Berlin über Flottenstreik gesprochen zu haben? Nein, so war es nicht. Ich habe... Sie waren in Berlin? Jawohl. Sie waren im Reichstag? Jawohl. Es wurde über Streik gesprochen? Ja, aber doch in einem anderen Zusammenhang. Na also, so kommen wir weiter. Nun stehen Sie mal bequem. In welchem Zusammenhang denn? Das war so... Ich wollte mich über die Verpflegung beschweren. Und wegen der Menagekommission... Fangen Sie doch nicht wieder damit an, das sind doch Ausreden. Was war mit dem Streik? Wir wollten uns politisch informieren. Ach, wir? Na, da haben wir es ja. Deshalb die Listen. Organisiert war das Ganze. Und von Streik wurde gesprochen. Nein, doch nicht so. Ach, lügen Sie nicht! Auf Kriegsverrat steht tot! Also, Sachse... Auf Friedrich dem Großen war die Zentrale der Organisation, nicht wahr? Ich weiß gar nicht. Ja, wir haben uns verabredet und getroffen. Na also, mehr wollte ich gar nicht wissen. Getroffen, um die Mannschaften in die USPD zu überführen. Nein, so war das nicht. Ja, weshalb dann die Listen? Doch wegen dem Frieden, Herr Kriegsgerichtsrat.
Wir wollten wissen... Ja, eben. Den annexionslosen Frieden, wie ihn die USPD erzwingen will. Mit Lahmlegung der Flotte. Nein, so war das nicht. Wir wollten nur sagen, dass wir einer Meinung sind... Und wie erklären Sie sich das? Wenn in 3 Tagen keine Nachricht, dann los? Flottenstreik, was? Das war doch ausgemacht. Im Güterwagen. Dass wir Solidaritätskundgebungen, Ausmärsche veranstalten. Wenn die nicht... Sie können wählen, Sachse. Galgen oder Kugel. Sagen Sie endlich die Wahrheit! Also, es ist doch klar, die Kriminalpolizei sagt das auch. Sie haben in der Versammlung von Streik gesprochen. Das haben die anderen getan. Ich habe nur gesagt, dass man die Menagekommission verhaftet hat. Und da haben die anderen... Hören Sie doch endlich auf mit den Menagekommissionen! Ich kann das nicht mehr hören! Aber so war's doch. Es ging nur um das Essen und dann erst... Sehr richtig! Dann erst wurde von Streik, von Flottenstreik gesprochen. Das nehmen wir mal zu Protokoll. Weber... Sie können Ihre Lage wirklich verbessern. Denn für Kriegsverrat kann nämlich auch die Todesstrafe verhängt werden. Sie geben also zu, dass auch vom Frieden und von der Friedensresolution gesprochen wurde? Das stand doch in allen Zeitungen. Natürlich wurde davon gesprochen. Und Sie besonders haben sich für einen annexionslosen Frieden eingesetzt? Nein. Ja, natürlich. Ich bin ja auf den Vorwärts abonniert. Und deshalb wurden die Versammlungen einberufen, damit Sie agitieren können? Nein, nein. Die Versammlungen, das war wegen der Verpflegung und der Kommissionen und der Behandlung. Und das soll ich Ihnen glauben. Seien Sie doch vernünftig, Weber. Erleichtern Sie doch Ihr Schicksal durch ein freimütiges Geständnis. Wie erklären Sie sich diesen Zettel? Wir hatten ausgemacht... Ja, das kenne ich ja. Wie kam dieser Zettel an Sachse auf Friedrich dem Großen? Ich will es Ihnen sagen. Weil dort die Zentrale der Organisation saß. Verstanden? So kann man es nennen. Aber die Organisation... Nein, so war es! Und es war eine Organisation zur Alarmlegung der Flotte. Jawohl! Und darauf steht Todesstrafe. Sie weigern sich also auszusagen? Jawohl. Und warum? Weil ich alles gesagt habe. Es ging ums Fressen. Und um die Schofle-Behandlung. Alles andere wurde so hereingetragen. Ach, hereingetragen? Von wem denn? Na, von uns allen. Köbis, Sie haben die Meuterer angeführt. Wissen Sie eigentlich, was Ihnen blüht? Ich sage alles aus, was dem gefällt. Aber der Abgeordnete nahm mich nicht auf jetzt. Sei doch nicht dämlich. Je mehr du belastest, umso kleiner wird dein eigener Fall. Mir ist alles wurscht. Nur das Knacken der Gewehrschlösser stört mich, wenn die mich an die Wand stellen. Schnell! Jetzt sag doch mal, was ihr ausgesagt habt, damit ich nicht zu viel erzähle. Also, ich habe zugegeben, dass wir da rein... Na, nun stehen Sie mal bequem. Sehen Sie, so kommen wir weiter. Seit wann bestand diese illegale Parteiorganisation? Seit 1917. Na, denken Sie doch mal nach. Nicht schon früher? Natürlich. Seit 1915, wenn Sie wollen. Hören Sie, Sie müssen aber bei der Wahrheit bleiben. Wie viele Mann gehörten dieser Organisation an? So, naja, so 5.000 bis 10.000. Ach, sieh mal einer an. Das wollen wir mal ins Protokoll nehmen. Sie verlogener Geselle. Eben haben Sie noch alles abgestritten. Jetzt hat Ihr Kamerad Sachse zugegeben, dass Sie diesen Zettel geschrieben haben. Naja, zugegeben. So ganz Unrecht hat der Sachse nicht. Na, haben Sie nun diesen Zettel geschrieben oder nicht? Ja, hab ich! Na, dann hoffen Sie nicht auf Gnade! Hier steht, dann los! Das hieß doch Flottenstreik, oder? Nein! Der Zweck des Zettels war, die anderen Schiffe an ihr Versprechen zu mahnen. Nein, ich glaube Ihnen nicht! Sie haben auch abgestritten, bei der Versammlung im Güterwagen teilgenommen zu haben, bis wir es Ihnen nachgewiesen haben. Sie können mir viel erzählen! Ihr Kamerad Sachse hat gestanden. Es gab eine Organisation. Und Sie wollten damit für die USPD Mitglieder werben. Das habe ich ja gesagt. Na, sehen Sie, das nehmen wir jetzt mal ins Protokoll. Ich gebe zu, dass eine Organisation zur Lahmlegung der Flotte... Nein, das habe ich nicht gesagt. Hören Sie mal, Reichpietsch, halten Sie mich nicht zum Narren. Eben haben Sie doch gesagt... Ich meine, wir haben mit den Abgeordneten vereinbart... Haben Sie nicht vorhin gesagt, letzter Zweck war es... durch Arbeitsniederlegung, Gehorsamsverweigerung bzw. Streik das Programm der Stockholmer Konferenz durchzuführen? Ja, aber... Sie geben also zu, dass Sie am Ende dieser Versammlung zum Streik hatten aufrufen wollen. Jawohl.
Zum Ausmarsch auf vielen Schiffen? Na also, Sie sind nur nicht dazu gekommen, weil die Kriminalpolizei die Versammlung auflöste. Jawohl, Herr Rat. Na also, da ist doch alles klar. Was? Sie wollten den Frieden erzwingen durch Lahmlegung der Flotte. Der Frieden, Herr Rat? Das war doch eine ganz andere Sache. Ach, reden Sie doch nicht schon wieder herum! Auf Sie wartet sowieso der Galgen. Sie streiten also auf wiederholten Vorhalt ab, Kriegsverrat begangen zu haben. Nun, Sachse, Beckers, Reichpietsch, alle haben gestanden. Wissen Sie, was Kriegsverrat ist? Lesen Sie mal nach! Paragraf 58 Militärstrafgesetzbuch Absatz 10. Mit dem Tode wird bestraft, wer die pflichtgemäße Fürsorge für die Verpflegung der Truppe unterlässt! Tja, ich habe das hier alles gelesen. Sie wissen, der Admiral will von mir einen Bericht. Naja, bei uns im Heer ist ja auch nicht mehr alles so intakt. Hurra, und August 14 ist ja nun vorbei. Tja, eine Frage habe ich mal unter Kollegen. Die Leute reden immer von Missständen, Verpflegung und so. Sind Sie eigentlich mal auf einem von diesen Pötten gefahren? Nein. Naja, das hat ja auch nichts mit juristischen Fragen zu tun. Aber eine Konsequenz, meine ich, ergibt sich doch daraus. Sind Sie mal den Vorwürfen gegen die Schiffsführungen nachgegangen? Dazu sehe ich gar keine Veranlassung. So. Naja, also, ich meine, Herr Kollege, unter uns Juristen können wir ja offen sprechen. Als Untersuchungsrichter haben Sie ja doch die Verpflichtung, auch die entlastenden Momente zu untersuchen. Es sei denn, Ihr Flottenchef hat eine eigene Prozessordnung erfunden, die mir unbekannt ist. Herr Hauptmann, ich bin nicht bestellt, Missstände zu untersuchen. Es geht hier um eine Verschwörung. Von der die Herren Offiziere auf ihren eigenen Schiffen nichts gemerkt haben. Seit 3 Jahren. Wie erklären Sie sich das? Ich brauche mir da nichts zu erklären. Die Leute haben Hetzmaterial von den Sozis... Sie meinen Zeitungen? Na ja, das genügt doch. So. Meinen Sie... Sind wir nach dem bisherigen Untersuchungsergebnis der Ansicht, dass die Unruhe durch die Linkssozialisten in die Flotte hineingetragen wurde? Punkt. Gegen derartige, von einer politischen Partei ausgehende Machenschaften muss die Flotte die Unterstützung der Regierung finden und verlangen, um sich von revolutionär Tätigen frei zu halten. Punkt. Die richterliche Gewalt der Flotte reicht nicht bis an die Wurzel des Übels. Komma. Es handelt sich vielmehr um eine Frage von großer politischer Tragweite, also um eine politische Verfolgung. Punkt. Und dies an den Staatssekretär. Na also, so sind wir ja wohl noch nie angeschmiert worden. Nicht einmal die Konservativen stimmten für die Aufhebung der Immunität der USPD-Leute. Dabei hätte ein Verfahren, gleichgültig wie es ausgegangen wäre, zumindest die Weichmänner im Reichstag erstmal zum Schweigen gebracht. Auf solche Abenteuer kann sie das Reichsgericht nicht einlassen. Wie steht die Sache gegen die Leute vom Prinzregent Luitpold? Morgen ist die Verhandlung. Dr. Brunnemann, einer der Rechtsanwälte, hat bereits die Richter wegen Befangenheit abgelehnt. Wieso denn das? Als Richter sollten Dobring und Lösch fungieren... Was denn? Die Untersuchungsrichter? Das ist ja wohl optisch sehr schlecht. Sie haben sich nicht für befangen erklärt. Also bitte. Es gibt doch einen Skandal, wenn das herauskommt. Sie werden ausgetauscht. Übrigens, nachdem der Reichstag von der ganzen Angelegenheit Wind bekommen hat, haben die Abgeordneten den Staatssekretär gebeten, etwaige Todesurteile nicht zu vollstrecken. Hat der Staatssekretär dies dem Flottenchef mitgeteilt? Nein. Wenn nur ein einziges Todesurteil, das vielleicht gefällt werden wird, vollstreckt werden sollte. Nun, ein Ruhmesblatt für die Marine wird das nicht sein. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in den nächsten Tagen aus der Hochseeflotte heraus Todesurteile zu vollstrecken sein werden. Punkt. Sie würden sich aus dem Gerichtsverfahren ergeben, das gegen einige Matrosen und Heizer angestrengt worden ist, die sich zu dem Versuch hergegeben haben, politische Agitation umstürzlerischer Art in die Flotte hineinzutragen. Punkt. Die Vollstreckung ist vorbereitet. Punkt. Die besonderen Verhältnisse Wilhelmshavens lassen es nicht ausgeschlossen erscheinen, dass die Vollstreckung vorzeitig bekannt wird. Punkt. Da es sich um einen politisch-militärischen Prozess handelt, muss man
bei der großen Arbeiter- und Industriebevölkerung mit der Möglichkeit rechnen, dass im Zusammenhang mit dem Urteilsspruch Unruhen einsetzen. Ich habe mich deshalb mit dem königlichen Gouvernement in Köln in Verbindung gesetzt, ob gegebenenfalls eine Vollstreckung dort erfolgen könnte. Das königliche Gouvernement hat sich in entgegenkommender Weise dazu bereit erklärt. Herr Kriegsgerichtsrat Dobring hat mir erklärt, Sie können die Kugel kriegen oder ins Zuchthaus kommen. Da habe ich völlig die Fassung verloren. Ein Geständnis habe ich nicht abgelegt, der hat mir die Worte förmlich in den Mund gelegt. Ich verbitte mir diese Unterstellung! Darf ich um Ruhe bitten? Hohes Gericht, es ist hier der Fluch einer jeden Verhandlung, dass durch Aushändigung der Anklageschrift die Angeklagten merken, worauf es ankommt. Bitte? Ich hoffe, dass die Worte des Anklägers ins Protokoll eingehen. Beweisen Sie doch, dass die Untersuchung in einer Art geführt worden ist, die die Rechte der Beschuldigten und die gesetzlich garantierten Voraussetzungen einer angemessenen Verteidigung außer Acht lässt. Wir weisen den Vorwurf des Herrn Verteidigers, ich sei bei der Voruntersuchung voreingenommen gewesen, als persönliche Beleidigung zurück. Ich möchte öffentlich erklären, dass ich es heute außerordentlich bedauere, diesen Angeklagten Weber derart anständig behandelt zu haben. Der gute Geschmack verbietet mir, die merkwürdigen Äußerungen Dr. Dobrings zu kommentieren. Alle Protokolle der Voruntersuchung haben sich als nicht stichhaltig erwiesen und deshalb beantrage ich Vertagung. Der Antrag ist abgelehnt. Jetzt, am Ende der Beweisaufnahme, kommt er zu spät. Außerdem wird das Gericht die Protokolle der Voruntersuchung zu würdigen wissen. Noch eine Frage? Setzen Sie sich. Bitte zu den Plädoyers. Auch hat fraglos die verwerfliche, unerfreuliche Friedensbewegung im Reichstag, die oft die Grenzen des Erlaubten weit überschritt, mitbestimmend und verwirrend auf die Angeklagten gewirkt. Aber genügt denn das hier vorgebrachte Material? Die Hauptverhandlung hat doch ein ganz anderes Bild ergeben als die Voruntersuchung. Dort nämlich wurde unterstellt, dass die Angeklagten ein festes Programm, ein festgelegtes Ziel zur Lahmlegung der Flotte gehabt haben. Das ist doch nicht der Fall. Es wurden Listen erstellt, um Mitglieder für die USPD zu sammeln. Broschüren und Zeitungen dieser Partei und der Mehrheitssozialisten wurden verteilt. Hohes Gericht, man wird mir wahrhaft nicht unterstellen, dass ich mich mit diesen merkwürdigen politischen Thesen dieser Herren identifiziere. Aber beide Parteien sind legal. Ihre Zeitungen wurden zensuriert und freigegeben. Das mag man für einen Fehler halten. Aber unser deutsches Vaterland ist ein Rechtsstaat. Und da man bei den Matrosen nicht einmal eine einzige illegale Schrift gefunden hat, halte ich das Vorbringen der Anklage, auf vollendeten Kriegsverrat zu plädieren, für gegenstandslos. Hier wurde etwas konstruiert, was nicht beweisbar ist. Na, meine Herren. Ich glaube, wir schaffen es. Das Gericht wird sich unserer Meinung anschließen. So, dann beantworten Sie mir doch mal eine Frage. Warum haben Sie die Abgeordneten nicht als Zeugen gehört? Es widerstrebt mir, Zeugen zu laden, die möglicherweise eines Tages Angeklagte sind. Ja, und außerdem, die Angeklagten hätten sich darauf berufen können, dass sie von Leuten, die außerhalb der Militärjustiz stehen und von dieser nicht zu erreichen sind, verführt wurden. Sehr interessant. Meine Herren, Sie plädieren auf vollendeten Aufstand. Aber sehen Sie mal, man kann sich doch organisieren, wenn ich Ihrer Theorie folge, zum Aufstand oder auch zum Chorgesang. Dann hat man noch lange nicht gesungen, verstehen Sie das? Die Organisation, die Sie unterstellen, ruft ja noch nichts hervor. Der Versuch aber zu singen oder einen Aufstand zu machen, kann ja nicht mit dem Tode bestraft werden. Herr Hauptmann, wir haben offenbar grundsätzlich andere Auffassung von der Justiz. Richtig, mein Bester. Ich bin nämlich der Meinung, dass die Justiz, auch die Militärjustiz, nicht ein Fleischwolf ist, durch den jedes arme Rindvieh gedreht werden kann. Für recht erkannt. Die Angeklagten werden verurteilt. Erstens wegen vollendeter kriegsverräterischer Aufstandserregung. Reichbietsch, Beckers, Köbis, Sachse, Weber. Zum Tode. Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebensdauer und Entfernung aus der Marine. Unter Annahme eines minderen schweren Falles, Fischer zu 15 Jahren Zuchthaus, Bräuner zu 12 Jahren Zuchthaus. Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von 10 Jahren und Entfernung aus der Marine.
Zweitens, wegen versuchter kriegsverräterischer Aufstandserregung, Bieber und Linke zu je 10 Jahren Zuchthaus, Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von 5 Jahren und Entfernung aus der Marine. Wie haben Sachse und Weber das geschafft? Sachse ist begnadigt worden, weil er geständig war. Weil er gelogen hat. Eben. Und das sollten Sie sich merken. Ja, und Weber, weil er ein alter Vorwärtsleser ist. Von Kind auf unheilbar krank, wie? Herr Rechtsanwalt. Ich habe da etwas gelesen. In der Weserzeitung. Von der Verführung durch gleißende Friedensaussichten. Und ich bin ja auch bereit, nochmal eine Skagerrak-Schlacht mitzumachen, ehe ich hier verrecke. Na, sehen Sie. Dann schreiben Sie das gleich mal hier auf. Und ich gebe es weiter. So. Und was ist mit Albin Köbis und Max Reifpitsch? Auch ich bin der Meinung, dass ein Aufstand erst stattgefunden hat, wenn die beabsichtigte Erhebung auch äußerlich in Erscheinung getreten ist. Ich halte daher die Verurteilung der Angeklagten wegen vollendeter Aufstandserregung für juristisch anfechtbar. Ich halte es für ein Fehlurteil, dessen Folgen, wenn einmal der Reichstag oder die Öffentlichkeit davon erfährt, nicht abzusehen sind. Man braucht ja das Urteil nicht aufzuheben. Das lässt sich vermeiden. Man braucht nur die Strafe zu mildern. An die Stelle der Todesstrafe könnte man eine lebenslängliche oder zeitliche Zuchthausstrafe treten lassen. Ich darf hinzufügen, durch die Verhaftungen ist die bestehende Organisation ihrer Köpfe beraubt worden. Auch eine abschreckende Wirkung ist ja bereits gegeben. Es steht freilich im Ermessen eurer Exzellenz. Lassen Sie mir Ihr Gutachten hier. Mir ist in der Urteilsverkündung gesagt worden, ich hätte über meine Besuche im Reichstag nicht die Wahrheit gesagt. Wenn das zu meiner Verurteilung beigetragen hat oder erschwerend war, so möchte ich doch nun die Abgeordneten Dittmann und Vogter und Frau Zietz als Zeugen benennen, damit sie sagen, wenn ich etwas nicht richtig erklärt habe. Na, reichlich spät, Reichpitsch. Abführen. Was machen wir, Herr Kamerad? Nachdem die Reichsanwaltschaft versagt hat und gegen die Sozis nicht vorgehen will, ist es ziemlich sinnlos, die Leute noch zu vernehmen. Und außerdem meine Kompetenz als Untersuchungsführer hat sich mit dem Urteil erledigt. Ich bin nicht mehr zuständig. Eben. Ich mache eine Notiz über die Aussage dieses Reichpitsch und lege sie zu den Akten. Die in dem Rechtsgutachten des Marino-Oberkriegsgerichtsrats de Bari geltend gemachten Bedenken erkenne ich an. Punkt. Ich gelange aber trotz danach bestehender Zweifel zu der Auffassung, dass einen Aufstand unter Angehörigen unserer Kriegsmacht erregt, wer in landesverräterischer Absicht zur Herbeiführung dieses Aufstandes tätig wird. Der Eintritt des von ihm gewollten Erfolges ist keine notwendige Voraussetzung für die Anwendung des Gesetzes. Punkt. Ich bestätige daher das Urteil bezüglich der Angeklagten Reichpitsch und Köbis unverändert. Die gegen Sachse, Weber und Beckers erkannte Todesstrafe mildere ich. Max Reichpitsch schreibt in seinem Abschiedsbrief: Geliebte Eltern, nun ist dieser Tag gewesen und er ist noch schlimmer ausgefallen, als ich gedacht habe. Es ist ein Todesurteil geworden. Ich habe keine Hoffnung mehr und habe mit dem Leben abgeschlossen. Verzeiht mir dieses letzte Vergehen, damit ich ruhig in die andere Welt hinübergehen kann, wo wir uns alle wiedersehen. Es ist traurig, als junger Mensch in der Blüte der Jahre mit einem Herzen voll Hoffen und Sehnen schon sterben zu müssen. Und Albin Köbis schreibt an seine Eltern: Ich bin ein Opfer der Friedenssehnsucht. Ich hätte euch gern zum Abschied noch einmal die Hand gedrückt, aber ich werde stillschweigend erledigt. Ich sterbe zwar nicht gern so jung,
aber ich sterbe mit einem Fluch auf den deutschen Militärstaat.